Hey Freunde, es ist endlich soweit. Am 26. September kommt Phase 5. Das wurde jetzt von Blizzard bestätigt. Dann sehen wir die zwei neuen Raids BBL und Sulgurup. BBL wird auf 20 Spieler abgestimmt, aber möglich bis zu 40 Spieler und Sulgurup 10 bis 20 Spieler. Also schärft schon mal eure Klingen. Es geht bald los. Ein Tipp, ihr könnt jetzt diese Münzen sammeln für Booty Bay, also diese Dungeon-Münzen, weil Blizzard hat schon bestätigt, wir bekommen neue Items bei diesem Händler Booty Bay. Ob wir jetzt die T2 Armschienen sehen, wissen wir noch nicht. Auf dem PTR sind sie zu sehen, also vielleicht. Deshalb ja, macht es jetzt schon Sinn, 100 von denen zu sammeln. Ich glaube, 100 kann man ja sammeln aktuell. Einfach Solo gehen, ein paar Tage und dann habt ihr das ziemlich schnell voll. Ansonsten erwarten uns noch weitere Sachen in Phase 5. Welche das sind, sind noch nicht bekannt. Aber Blizzard hat gemeint, dass sie bis zum Start noch weitere Informationen mit uns teilen werden. Wahrscheinlich wieder in Form eines Videos, könnte ich mir gut vorstellen, weil wir wissen noch nicht, was ist mit dem neuen Dungeon. Sie haben komplett neuen Content uns ja versprochen für Phase 5. Hier haben wir noch keinerlei Informationen dazu bekommen. Es gibt ein paar Hinweise zu neuen Dungeons, zu einem Heroic Plus System. Aber wie das genau ausschaut, das wissen wir nicht. Um nichts zu verpassen, Kanal abonnieren. Hier werdet ihr auf jeden Fall alles schnellstmöglich erfahren. Ansonsten gibt es noch ein kleines Update zu diesen Emerald Wardens Fraktion, also diese Phase 3 Incursions Fraktion, die geliebten Incursions. Und zwar diese Smaragdsplitter, die mir hart auf den Sack gegangen sind. Ich habe 360 von diesen Teilen rumliegen auf der Bank und man kann mit denen einfach nichts anfangen. Jetzt kommt ein kleines Update für diese Fraktion und zwar könnt ihr euch diese Kräutertaschen kaufen und Verzauberertaschen. Also zumindest ist es so auf dem PTR für 5 Smaragdsplitter und da bekommt ihr einfach Mats, also Verzauberermats und Mats für ja, Kräuterkunde, Alchemie und sowas und ja, das könnt ihr dann immer einfach kaufen. Vor allem diese Splitter hier geben eine Menge Gold und hier diese großewige Essenz kosten bei mir auf dem Server aktuell 10G eine. Also da könnt ihr schon eine Menge Gold machen damit. Also falls ihr noch welche rumliegen habt, hebt die auf und ihr könnt die dann in Phase 5 für Mats dann ausgeben. Könnt mir aber gut vorstellen, wenn das jeder macht mit diesen Splittern, dass der Preis dann wirklich extrem fallen wird. Also für diese Splitter und für diese Essenzen und sowas und vor allem für die ganzen Kräuter hier. Naja, werden wir sehen. Das war's mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir werden bald neue Informationen erhalten, um nichts zu verpassen. Nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Video.